starte dann sehr bequem hier die 3DFX-Version. Das ist natürlich schön gemacht, wenn man hier nicht nochmal die Installation komplett durchlaufen muss. Und jetzt kommt hier gleich wieder 3DFX. Und das ist das, was ich so meinte mit diesem Menü. Die Voodoo Graphics, also die Voodoo-Grafikkarte der ersten Generation, läuft ja bekanntlicherweise nur mit einer Auflösung von maximal 640x480, weil einfach nur 2 MB Texturspeicher zur Verfügung stehen. Und da brauche ich auch dem Grunde nach hier gar nichts versuchen umzustellen. Und es gibt hier sogar im Gegenteil noch einen Hinweis, wenn man das hier in so einer höheren Auflösung fahren möchte, wenn man zum Beispiel jetzt mit einer Voodoo 2 Grafikkarte spielt oder mit einer SLI-Kombination, dann kann man ja noch bis 1024x768 hochgehen. Dann muss man das hier schon über die Command-Line dann mit den entsprechenden Befehlen hier with und BBP eingeben, beziehungsweise BPP. Und das kann man also hier so gar nicht im Menü umstellen, aber das soll erstmal so gut sein. Was schon mal auffällt, dass das hier super flüssig schon mal im Menü läuft. Allein da merkt man dem Grunde nach schon. Was natürlich auch so ein bisschen, klar, merkt man auch, es ist so ein bisschen leicht verschwommen. Also man sieht es hier unten rechts, ich weiß nicht, ob ihr meinen Finger hier sehen könnt, hier unten rechts. Und da ist hier die Versionsnummer angegeben von 1.0.3. Die war natürlich jetzt so in der Standard OpenGL-Version so ein bisschen schärfer dargestellt. Aber wir gucken uns mal an, wie das in dem Spiel selber aussieht. Wir gehen erstmal testweise auch hier mit dem Paladin rein, damit wir den direkten Vergleich haben. Das war auch nochmal so ein bisschen, was hat man ja vom Charakter gesehen, die beiden Hände, dass man nochmal so sieht, wie das jetzt aussieht. Und jetzt kommt das, was ich vorhin auch schon sagte. Also hier ist ein relativ langer Ladeprozess. Also der rechnet jetzt diese ganzen Texturen anscheinend in diesen speziellen OpenGL-Modus für diese 3DFX-Karte dann entsprechend um. Das ist irgend so ein Wrapper. Also ich habe das mal so im Internet recherchiert, was da so in etwa dranhängt. Und ja, das ist also speziell jetzt für 3DFX dann nochmal umgeschrieben, weil das halt, wie gesagt, so die führende Grafikkartenschnittstelle der damaligen Zeit oder zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Und irgendwann hat das dann auch geschafft. Aber das sieht schon irgendwie vollkommen anders aus. Also erstens, was mal sofort auffällt, hier unten gibt es ein richtig schönes Menü. Da kann man auch dann erkennen, das ist Health Points, AC, das ist der Armor Class, also die Rüstung. Und dann hat man hier auf der rechten Seite noch diese beiden anscheinend Magie-Fähigkeiten oder so Art Runen, die man vielleicht noch einsammeln kann im Laufe der Zeit. Also das ist schon mal sehr schön gemacht. Und ja, okay, dass man natürlich dann auch sofort merkt, das läuft wirklich richtig, richtig butterweich. Das merkt man schon in der Drehbewegung, aber auch während des Laufens. Das ist natürlich so für 3DFX üblich, wirkt das Ganze so ein bisschen verwaschen. Das ist eben so das, was so auch die 3DFX-Karte so ein bisschen mit sich bringt. Aber ich finde, dass es trotzdem wesentlich besser aussieht. Also hier merkt man es ganz extrem. Ich fand, das war vorher unheimlich pixelig und verwaschen. Und die Gegner sieht auch, was man jetzt in der Kürze der Zeit gesehen hat, ein bisschen besser aus. Und auch hier die Flask, das ist schon bombastisch. Das sieht schon wirklich echt gut aus. Und jetzt sieht man auch in diesem Menü, dass diese Flask hier aufgenommen worden ist, dass man die auch dann irgendwie benutzen kann. Also das war auch von der Menüanzeige nicht so gut gemacht. Die Fackel sieht auch gut aus. Auch hier merkt man schon eine deutliche Verbesserung. Ich gucke gerade nochmal hier wegen der Größe. Nicht, dass das jetzt irgendwas mit der Screen Size zu tun hat. Wenn ich jetzt den Bildschirm noch hochstelle. Ah, okay. Da habe ich jetzt ein bisschen gelogen. Ich habe mich für mich schon der Verdacht so ein bisschen beschlichen. Okay, das liegt also jetzt dann hier tatsächlich auch an dieser
Anzeige bzw. an der Screen Size. Wenn ich den Bildschirm jetzt ganz, ganz groß stelle, so wie es jetzt eben auch gehabt hat, dann ist auch hier an der Seite dann entsprechend nur so die Werte angezeigt. Aber die Flasche sieht man hier unten rechts. Aber nichtsdestotrotz sieht das wesentlich besser aus. Hier so an der Seite ist es einfach runder gemacht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal in diesem Modus. Dann glaube ich, passt es dann ein bisschen besser. Ja, auch der Gegner, also das sieht auch um einiges besser aus. Und ich finde auch die Schrift, das ist, passt auch wesentlich besser. Dieses Buch, weiß ich gar nicht, das habe ich vorhin eingesammelt. Ich bin mir gar nicht so sicher, habe ich gar nicht erkannt, ob er es eingesammelt hat oder nicht. Gut, hier ist jetzt auch nochmal eine Flask. Ach so, ja, okay, ich weiß, was jetzt Sache ist. Ich habe ja einen anderen Schwierigkeitsgrad gewählt und aufgrund dessen sind wahrscheinlich hier so ein paar mehr von diesen Fläschchen, damit man es eben dann einfacher hat. Auch eine gute Methode, dann muss man nicht irgendwie jetzt hier Gegner oder so dann anpassen, ne? Weil die sind nämlich jetzt genauso wie beim zweiten Schwierigkeitsgrad, aber man hat dann anscheinend so ein paar mehr Heiltränke und so weiter. Aber das läuft super. Also da so macht das auch Spaß, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall wirklich richtig gut. Und hier vorne war noch der Schalter. Den Außenbereich, den gucken wir uns auch nochmal gleich an. Aber ich würde euch natürlich auch ganz gerne mal noch einen anderen Charakter zeigen, weil das ist ja das, was so dieses Spiel auch im Speziellen ausmacht. Nämlich, dass man hier auch einen anderen Charakter wählen kann. Im Vergleich jetzt zu Quake oder Doom, da habt ihr ja euren Standardcharakter, den ihr auch so jetzt nicht verbessern könnt, beziehungsweise der jetzt auch keine anderen Eigenschaften hat. Also da habt ihr immer das Gleiche. Wir gehen nochmal ganz kurz hier raus und dann machen wir nochmal einen Lauf. Ja, aber die Gegner sind exakt an der gleichen Stelle. Oh, da hat man aber jetzt eben ganz deutlich gesehen, wie man hier so in Stücke geschnitten hat. Das gab es in der anderen Version da nicht zu sehen. Okay, gut, ich nehme jetzt mal einen anderen Charakter. Starten mal ein neues Spiel. Den Crusader, der wird sich, denke ich, ähnlich spielen. Ich würde mal hier den, vielleicht den Assassin, ich weiß nicht, ob der vielleicht gleich am Anfang schon eine Fernkampfwaffe findet, das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant. Und gucken wir mal, jetzt scheint das trotzdem auch mit dem Ladevorgang schneller zu funktionieren. Also wenn man das jetzt einmal so gestartet hat in 3DFX und war einmal im Spiel drin, dann hat er die Texturen anscheinend dann doch noch im Grafikspeicher. Und mit dem Assassinen hat man hier dann gleich zu Anfang ein Messer. Dafür wird man natürlich bei weitem nicht so viel aushalten. Sammeln wir nochmal die Flasche hier ein und gucken wir mal, ja, schauen, was sich da, gut, bisher ist natürlich jetzt nicht viel Unterschied. Ich hoffe halt, dass wir vielleicht dann, ich hatte da ja so eine Armbrust gesehen, dass wir vielleicht schon relativ früh dann die Armbrust hier auch bekommen. Okay. Ja, genau, hier liegt nämlich jetzt nicht das Buch, was wir eben eingesammelt hatten. Na, das ist hier nicht da, das lag also dann tatsächlich an dem Schwierigkeitsgrad. Aber ja, man verliert dann hier doch einigermaßen schnell Lebensenergie, muss man sagen. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich bei so einem Spiel, wo man dann einfach in den Nahkampf muss, ein bisschen schwieriger. Also generell ist der Schwierigkeitsgrad, auch so was ich gelesen habe, schon ein bisschen höher. Also so ganz blöde. Okay, jetzt habe ich hier mit Enter die Flasche benutzt, deswegen ist unsere Lebensenergie auf 74% gestiegen. Also so ganz dumm sich hier durchschlagen oder durchschießen wie bei Doom, das funktioniert jetzt hier nicht unbedingt so gut. Also das habe ich schon gelesen. Also von daher muss man wahrscheinlich so ein bisschen vorsichtiger agieren. Ist ja immer noch nicht tot hier.
Er braucht auch. Ah ja, gut, stimmt. Der Rogue macht, oder der Assassin macht natürlich auch nicht so viel Schaden. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, der muss auch schon zweimal auf das Fass hauen. Aber es läuft wirklich richtig super. Und dafür haben wir ja jetzt auch hier diesen Vollbildmodus. So, jetzt gucken wir mal, dass wir dann auch mal gleich was Neues zu sehen bekommen. Das habt ihr ja jetzt schon dreimal gesehen. Oh Gott, 28, meine Güte. Hoffentlich überleben wir das noch ein bisschen, sonst müssen wir wirklich den Schwierigkeitsgrad nach unten korrigieren. Ah, guck mal an, das hatte ich nämlich mal gehofft, dass wir hier dann... Gut, man rutscht auch so ein bisschen hier über die Gegner schon auch drüber. Oh, oh nee, oder? Hat er uns jetzt von dieser Entfernung dann platt gemacht? Ah, das ist ja echt blöde. Also ich würde sagen, das müsst ihr euch ja nicht nochmal angucken. Ich spiele jetzt nochmal bis dahin und dann schalte ich euch dann dazu, wenn wir uns die Armbrust schnappen, damit ihr mal was Neues seht. Da bin ich wieder. Ich habe mal fix hier bis dahin gespielt, wo ich eben so kläglich versagt habe. Da muss man natürlich schauen, weil das sind natürlich ja hier alles Fernkämpfer, die schießen einen wahrscheinlich dann auch schon über eine irre Distanz ab. Aber jetzt habe ich zum Glück auch mal so eine Fernkampfwaffe. Ich bin mal gespannt, wie lange die Munition hier reicht. Aber zumindest jetzt mal alles einsammeln. Also mehr als 73% ist auch aktuell tatsächlich noch nicht möglich, so wie ich das hier sehe. Gucken, hier sind dann schon diverse Upgrades. Das ist also das blaue Mana. Okay. Ja, das hat sich jetzt hier auch auf der linken Seite gefüllt. Da ist mehr als 97% nicht möglich. Aber ich würde jetzt mal gerne wissen, bevor wir jetzt hier reingehen, gehen wir doch nochmal geradeaus, da wo wir vorhin gewesen sind. Und diese Flasks hier auf der rechten Seite, das sind tatsächlich dann auch Heiltränke, die man jederzeit nehmen kann. Das ist natürlich super, aber da hat man immer noch mal so ein bisschen was mit dabei. Und jetzt fängt das dann auch wirklich an, richtig Spaß zu machen. Jetzt gucke ich mal, was jetzt hier... Ah, okay, alles klar. Da sinkt dann unser Mana. Also das heißt hier, der Einsatz der Armbrust, der kostet uns dann hier von unserem wertvollen Mana. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir mal, ob wir den da hinten jetzt mal irgendwie wegkriegen. Den Kerl. Jo, boah, das macht aber richtig Spaß. Oh, ist da noch einer? Oh, nee, der hat sich nur teleportiert. Boah, das ist ja übelst. Gleich so für den Anfang so ein Gegner. Boah, der sich hier so teleportiert. Das ist natürlich nicht ohne, aber dem haben wir jetzt mal ein bisschen eingeheizt hier. So, schauen wir mal. Also, wie gesagt, ist kein leichtes Spiel. Also, das kann man wirklich so bestätigen. So, jetzt können wir hier rein. Und da vorhin hatten wir auch noch einen Weg gehabt. Was ist hier hinten? Die Tür, geht die schon auf? Weil da sehe ich nämlich auch nochmal so einen Heiltrank. Aber da scheint das jetzt hier erstmal noch nicht weiterzugehen. Okay. Dann, um Sachen zu betätigen, muss man aufpassen, da muss man nur dagegen laufen, Schaltertüren und so weiter, weil wenn man jetzt hier Enter drückt, dann benutzt man versehentlich dann den Heiltrank, ist dann nicht so gut. Aber es sieht schon aus, als ob wir jetzt hier so in einem neuen Bereich wären. So, jetzt ist mal ganz kurze Nachlade. Ruckler gegeben. Mal gucken. Das macht natürlich jetzt hier mit dem Dings hier richtig Spaß. Aber die Munition da natürlich jetzt hier so begrenzt ist, ist natürlich ein bisschen schade. Mal gucken, wie oft man dann da Mana findet. So, hier ist jetzt so ein Schaf. Gut, die Waffe können wir jetzt hier umstellen. Okay, da können wir uns wahrscheinlich dann jetzt hier sogar in die Burg schleudern, würde ich fast behaupten. Schauen wir mal, hier kommen wir nicht rein. Die Tür ist verbarrikadiert. Ja, das habe ich auch nicht anders erwartet. Gucken wir mal, ob das dann so ist, wie ich das vermute. Hm. Juppa, so ist es. Okay, der hat uns jetzt also hier reingeschmissen. Da sind wieder jede Menge von diesen blöden Spinnen. Aber
das ist ja so mit dem Treffen von diesen kleinen Spinnen, das ist echt wirklich nervig. Ey, das ist wirklich blöde. Was ist da los? Also das hat mir jetzt irgendwie gar nicht so gut gefallen. Dann gehe ich jetzt nochmal den anderen Weg, den wir noch nicht hatten. Beziehungsweise zumindest merkt er sich dann jetzt hier diesen Abschnitt. Also können wir doch nochmal ein Stückchen hier weitergehen, weil von Anfang an wollte ich euch das jetzt nicht nochmal zeigen. Wäre ein bisschen blöd gewesen. So, gut, das hat ja wieder gut funktioniert. Aber die Hitbox von diesen Spinnen, die war, naja... Okay, ach so, das macht das mit dem Schaf jetzt vor. Das heißt, man muss hier einfach einen Augenblick warten. Und dann wird man hier dann in die Burg geschleudert. Da muss man springen? Nö. Schauen wir mal. Drauf sind wir eigentlich. Na, brauchen wir ein bisschen Geduld. Okay, ja, ein bisschen seltsam, okay. So, jetzt mal schauen, ob wir hier die Spinnen dann... Das ist zwar echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, in Anführungszeichen, aber wenn man die so nicht trifft mit der Nahkampfwaffe, ist natürlich blöd. Weil Spaß macht das schon, also echt kein schlechtes Game, also macht auf jeden Fall einen super Eindruck. Und auf der anderen Seite, die Spinnen sind jetzt mit einem Schuss hinüber, bevor die einem dann die komplette Lebensenergie dann abluchsen. Okay, irgendwie hat er jetzt auch automatisch hier so einen Dreierschuss gemacht. Aber dafür sieht es jetzt auch mit diesem Mana nicht so gut aus. Okay, hier oben ist aber Mana und hier sind Lebenstränke auch noch jede Menge. Okay, ist ja dann durchaus einigermaßen fair verteilt. Also von denen haben wir jetzt auch schon ein paar Stück. Da müssen wir nochmal gucken, die kann man mit Sicherheit auch irgendwie umstellen, die Gegenstände, weil aktuell ist ja die Fackel gewählt. Und so ein Heiltrank ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Schaue ich mal, aber hier dürfte ja das... Auch die ganze Bewegung in dem Menü, das ist auch was ganz vollkommen anderes. Das hat sich ja so ganz zäh hingezogen. Das ist hier schon mal mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Vor allem kann man es dann auch lesen. Okay, Lift Object, Use Item ist Drop Item. Full Inventory, Info Frax, Toggle Frax, Inventory, Move Left. Okay, das ist hier die Klammer. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal hier. Schauen wir mal, nehmen wir mal Punkt und Strich. Dann können wir nämlich hier schön auswählen. Jawohl, das ist natürlich eine feine Sache, weil dann können wir nämlich hier diesen. Ja, den. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, was der Kelch sein könnte. Muss man vielleicht mal im Handbuch gucken, aber ich könnte jetzt zumindest mal den Heiltrank mal standardmäßig auswählen. Aber sehr, sehr gut gemacht. Das ist echt wirklich spitzenmäßig. Okay, jetzt habe ich hier so kombiniertes Mana gefunden. Oh nein, nicht wieder diese Spinnen, die man nicht trifft. So, zack, weg damit. Okay, aber man rüstet sich dann doch langsam so ein bisschen auf. Jetzt haben wir zumindest auch hier sowohl von der blauen als auch von der grünen Energie einiges eingesammelt. Und ja, hier müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden, um die Brücke runterzulassen. Beziehungsweise vielleicht ist das auch schon die erste Schwimmeinlage. Ja, das ist... Oh, okay, habe ich gar nicht gesehen, dass das auch ein Gegner ist hier. So ein Oktopus. Okay, das hätte ich mir natürlich jetzt irgendwie auch noch einstellen müssen wahrscheinlich. Okay, ja gut, irgendwann, klar, säuft man dann ab und das geht schneller, als man denkt. Gut, mit diesem Tod würde ich mich dann
hier aus der 3DFX-Variante verabschieden. Ich denke mal, so für einen Eindruck des Spiels und für einen Vergleich hat es auf jeden Fall ausgereicht. Wenn man jetzt hier mal so Resümee ziehen darf, würde ich sagen, es ist ganz eindeutig auch wieder, dass hier die 3DFX-Variante eine deutliche Verbesserung mitbringt. Zum einen grafisch, es sieht alles so ein bisschen geglätteter aus, so ein bisschen texturierter, ein bisschen gefilterter und natürlich auch die Geschwindigkeit. Das ist das, was es meiner Ansicht nach doch am meisten ausmacht. Gerade jetzt hier bei so einem Spiel in dieser Art, wo es eben dann auch mal ein bisschen auf Reaktion ankommt und wenn es dann eben noch Latenzen gibt und das Ganze dann hier mit 10, 15 Frames über den Bildschirm zuckelt, dann kann man natürlich sowas nicht spielen, also zumindest nicht im Ego-Shooter-Bereich. Also das bringt hier meiner Ansicht nach einen riesen Vorteil. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was für einen Eindruck für euch dieses Spiel gemacht hat. Von mir bekommt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist auch nicht so ein ganz teurer Titel. Man kriegt es jetzt so, je nachdem, so im 25-Euro-Bereich. Also für 3DFX-Fans meiner Ansicht nach eine echte Empfehlung. Und das Ganze sei wohlgemerkt, läuft ja hier noch mit der Voodoo Graphics, also mit der ersten Version der Voodoo Grafikkarte. Also das heißt, ihr müsst jetzt gar nicht unbedingt so viel investieren. Die bekommt ihr meistens schon irgendwie so um die 50 Euro. Und dann seid ihr eigentlich mit so einem System recht gut dabei. Und für so ein System würde ich Hexen auf jeden Fall empfehlen. Ein bisschen besser hat mir jetzt Heretic 2 noch gefallen im Vergleich. Sowohl grafisch noch war es noch ein bisschen schöner. Und es hat mir auch so von der Steuerung und der Art und Weise ein bisschen besser gefallen. Und vor allen Dingen ist es nicht ganz so schwer gewesen. Also das war jetzt hier für den zweiten Schwierigkeitsgrad schon echt teilweise heftig. Auch wenn das Spielen natürlich jetzt hinter der Kamera immer ein bisschen suboptimal ist. Klar, wenn man jetzt sich hier ein bisschen ergonomischer platziert, dann spielt man mit Sicherheit auch besser. Aber gut, das habe ich ja bei Heretic dem Grunde nach genauso gehabt. Da bin ich einfach gleich auf Anhieb viel, viel weiter gekommen. Aber damit soll es gut sein. Wie gesagt, schreibt mir mal rein, was ihr von dem Game haltet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bleibt gesund. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Retro-Pionier. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Gamescom, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.